herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Dieses Video ist eigentlich Teil 2 von dem Video, das ich gerade für euch aufgenommen habe. Und zwar habe ich euch im letzten Video gezeigt, wie man aus einer Stanze, und zwar der Christbaumzierde, wunderschöne Verpackungen machen kann. Und zwar einmal so eine Dreiecksverpackung, eher zum Thema Weihnachten. Oder als Vierecksverpackung, muss gar nicht zu Weihnachten sein, kann für einen Mann, für eine Frau, zum Geburtstag oder für jeden anderen Anlass sein. Und wie man diese Verpackung bastelt, hier habe ich noch ein bisschen anderes Design. Das habe ich euch im letzten Video gezeigt. Ich weiß nicht genau, wie ich die Videos bearbeiten kann. Auf jeden Fall verlinke ich euch jetzt dieses Video hier oben unter dem weißen i. Es kann sein, dass es schon online ist. Wahrscheinlich kommt das zuerst und das als zweites Video. Möglicherweise an 2 Tagen oder beides an einem Tag, je nachdem, wie ich es schaffe. Aber das Besondere ist, dass ihr aus dieser Weihnachtsstanze, also das ist so ein Stanzset, Christbaumzierde heißt das Ganze. Und aus diesen beiden Stanzen könnt ihr noch was ganz, ganz anderes machen, das eigentlich gar nichts mit Weihnachten zu tun hat. Und wie das funktioniert und was ihr daraus machen könnt, das seht ihr heute in diesem Video. Denn ich habe da ein bisschen rumprobiert, als ich diese Bonbonverpackung gemacht habe. Und dann habe ich mir gedacht, aus diesen Resten, die man da rausstanzt, kann man ja eigentlich noch ganz andere Sachen machen. Und zwar habe ich einmal eine Blüte aus dem Ganzen gemacht. Also die kleine Stanze eignet sich super als Blüte Nummer 1. Das ist die erste Blütenvariante. Das ist also eine relativ große Blüte. Dann könnt ihr daraus auch wunderschön hier als Beispiel Orchideen machen als zweite Blütenart-Variante. Zeige ich euch heute, wie das funktioniert. Oder ihr könnt daraus auch Schmetterlinge machen, die ja eigentlich so eine richtig coole 3D-Optik haben, also die dann noch ein bisschen nach oben gehen. Und hier das Ganze in Pfauengrün mit dem schönen Designerpapier aus der letzten Verpackung. Und paar kleine Sachen und schon habt ihr eine ganz coole Art, ganz verschiedene Sachen aus dieser Stanze zu machen. Okay, und wir machen heute alle 3 Karten. Ich habe auch schon ein bisschen was vorbereitet, dass wir das schaffen. Und ich zeige euch natürlich alles einzeln, wie ich das gemacht habe. Diese Karte, also es sind alles Geburtstagskarten. Diese Karte ist vielleicht eher für einen winterlichen Geburtstag. Jetzt muss gar nicht so Richtung Weihnachten gehen, sondern einfach nur ein bisschen so kühlere Farben. Vielleicht ein bisschen im Herbst oder so oder im Januar wäre das auch eine tolle Karte. Auch wenn ein Schmetterling drauf ist, aber es ist mit dem Pfauengrün und mit dem Granit im Hintergrund so ein bisschen kühler, finde ich. Und das wäre auch genau super für eine Sommer- oder eine Herbstkarte, also zum Geburtstag für jeden Anlass. Okay, und dann starten wir jetzt und ich zeige euch, wie das funktioniert. So, und ich habe euch jetzt mal reingelegt, was ihr alles braucht. Also ich verwende jetzt das Designerpapier Magnolienweg und Flüsterweiß als Farben. Halt, das ist gar nicht alles. Ich habe da noch mehr. Dann habe ich einmal Blütenrosa, Granit und Waldmoos. Das sind die Farben, die ich heute verwende. Und die Maße, das sind folgende. Und zwar habe ich einmal ein Papier in Flüsterweiß mit dem Maß 21 cm x 10,5 cm und gefalzt auch schon bei 10,5 cm. Und ich habe hier innen schon ein bisschen gestempelt. Also ich habe eigentlich schon alles vorgestempelt, was wir stempeln. Weil es geht ja eigentlich um diese Blütenelemente oder um die Elemente, die man mit der Stanze machen kann. Aber damit ihr die Karte natürlich auch basteln könnt, wollte ich euch das mal zeigen und sagen. Dann habe ich noch ein Stück Flüsterweiß. Das hat jetzt das Maß 8 x 4,5 cm und ihr seht, es ist gestanzt. Ich habe dazu die bestickten Rechtecke verwendet. Die habe ich auch für das Waldmoos verwendet. Ich muss jetzt nur gucken, welche Größe das ungefähr ist. Ah ja, ich habe euch ja die Maße aufgeschrieben, dann könnt ihr das ausmessen, falls ihr dieselben Stanzformen habt. Einmal das in 8 x 4,5 von der Größe ungefähr. Wenn ihr die Stanzformen nicht habt, könnt ihr euch einfach auch nur das Rechteck so ausschneiden und dann passt das genauso. Und das Waldmoos ist jetzt auch mit der Umrandung gestanzt, hat das Maß 10 x 6,7 cm, wenn ihr die Stanzform nicht habt. Und dann habe ich noch ein Stück Granit mit dem Maß 9 x 6,5 cm. Und das ist schon mal alles, was wir für die Karte so brauchen. Ich erzähle euch nur, was ich schon hergerichtet habe. Ich habe jetzt mit diesen beiden Stempelsets gearbeitet. Einmal frei wie ein Vogel und einmal Schwärme voller Glück. Und zwar habe ich den Spruch, liebe Grüße zum Geburtstag, aus dem Schwärme voller Glück schon mal aufgestempelt. Und frei wie ein Vogel, da habe ich hier den Hintergrund, also mein Designerpapier quasi selber gemacht und habe hier einmal mit dieser
Blätterform gearbeitet und mit den kleinen Blüten. Und ich habe auch, wie gesagt, hier innen schon ein bisschen was reingestempelt. Und die Farben, die ich verwendet habe, sind Waldmoos und Blütenrosa. So, das ist alles, was ich jetzt erstmal für die Karte, für die Kartenbasis gemacht habe. Und jetzt kommen wir zu unserem Hauptdarsteller sozusagen. Bevor ich den mache, klebe ich mir einfach nur schnell diese Teile alle zusammen und dann können wir loslegen mit dem Star. Ich nehme mir einfach den Flüssigkleber und klebe mir jetzt erstmal das Granit auf, meine flüsterweiße Karte auf. Und hier lasse ich so den Rand ungefähr, ja, ungefähr so mache ich den Rand. Also das seht ihr jetzt gleich, wenn ich nämlich den anderen Aufleger auflege, der hat einen anderen Rand. Aber das macht, finde ich, eben gerade das Besondere aus an dieser Karte, dass es einfach ein bisschen anders aussieht, weil man einfach mal ein bisschen andere Ränder hat und eben mit verschiedenen Schichten arbeitet. Genau. Und eigentlich würde ich mir jetzt auch das Grußset schon mal, das Grußpapier schon mal aufstempeln. Aber ich weiß noch nicht genau, was ich jetzt da, wie ich das gestalte. Und deswegen zeige ich euch jetzt erstmal meine Hauptdarsteller und dann bauen wir die Karte im Endeffekt zusammen. So, los geht's. Und als erstes starten wir jetzt mit dieser schönen großen Blüte. Da nehme ich mir das Designerpapier und die kleinere Stanze von den beiden großen, also von den beiden, das ist in einem Set die Stanzen. Und stanze mir jetzt diese, in meinem Fall Blüte, dieses Blütenblatt oder auch den Christbaumanhänger, einfach fünfmal aus. Und ich achte jetzt nur darauf, dass mein Verlauf vom Designerpapier immer gleich ist. Also dass es immer so nach oben zeigt. Deswegen muss ich da kurz zwischendrin schneiden. Fünfmal brauche ich das Ganze. Also wenn ihr euch diese wunderschönen Boxen bastelt, dann habt ihr die eben als Reste übrig und könnt die dann gleich verwenden. Oder ihr macht das mit einem anderen Designerpapier, das ist ganz klar, wie euch das gefällt. Und jetzt falze ich mir das einmal so über den Daumen drüber, dass es so eine leichte Wölbung bekommt. Und ich knicke mir das ganz leicht in der Mitte so leicht zusammen. Das wäre, wenn ihr die Boxen macht, auch schon so. Ihr habt dann nämlich da schon in der Mitte die Falzlinie. Und das macht sich, finde ich, richtig gut. Und das mache ich jetzt mit allen fünf. Und lasse euch da ganz kurz den Zeitraffer verlaufen. Dann nehme ich mir die kleinen Klebepunkte und klebe mir das aufeinander. Und zwar immer so, dass ich einmal oben drüber gehe mit meiner Blüte. Hier, das ist die oben drüber. Und die nächste ist dann unten drunter. Also nächstes. Ich klebe mir diesen Klebepunkt übrigens immer unten rein, unter diese eigentliche Aufhängung von der Kugel. Das passt jetzt hier nämlich gerade gut. Genau. Und jetzt ist es wieder so, ich gehe meine Blüte, die jetzt vorher hier unten drunter war, ist jetzt oben drüber. Und jetzt ist die wieder unten drunter, dann geht wieder die nächste oben drüber. Also das Blatt von dieser Blüte ist oben drüber. Ich hoffe, ihr seht, was ich meine. Und jetzt das Letzte, das zeige ich euch nochmal ganz langsam. Ich klebe mir jetzt unten nochmal einen Klebepunkt auf. Und habe jetzt hier meine Blüte, die ist unter diesem Blatt unten drunter und ist jetzt beim nächsten oben drüber. Und da klebe ich mir jetzt meine Blüte unten rein, dann ist sie beim nächsten Mal oben drüber. Und so haben wir hier eine wunderschöne, fertige Blüte. Total einfach und ganz ruckizucki schnell gemacht. Ich arbeite jetzt mit den fazettierten Glitzersteinen einmal in Gold und einmal in Transparent. Und für diese Blüte nehme ich jetzt mal in Gold. Und ich finde, da kann man jetzt auch mal den ganz großen Glitzerstein ausprobieren, wie der aussieht. Super, schaut perfekt aus. Ihr könntet jetzt natürlich auch noch, das können wir noch schnell machen, mit den Fingerschwämmchen arbeiten. Einfach das Blütenrosa, am besten natürlich bevor ihr euch den Punkt aufklebt. Schauen, ob ich den nochmal runterkriege. Ja, muss ich nochmal kleben, aber das funktioniert. Dass ihr einfach in der Mitte noch ein bisschen Dimension machen, indem wir hier noch ein bisschen Farbe aufbringen.
Und das kann man natürlich auch an den Rändern machen. Könnte das natürlich auch, bevor ihr das insgesamt zusammenklebt, machen. Das wäre wahrscheinlich ganz praktisch. Aber es müsste jetzt so auch gehen. Da gehe ich einfach nur so ganz bisschen über die Ränder, dann schaut es einfach nur ein bisschen dreidimensionaler aus. Und da kleben wir uns jetzt in der Mitte nochmal den Glitzerstein drauf. Den klebe ich mir jetzt nur nochmal auf den Klebepunkt. Und dann seht ihr, wenn ihr das vorher macht, dann könnt ihr das ein bisschen schöner machen. Aber dann sieht es richtig cool aus. Und so haben wir hier schon mal eine richtig coole Blüte. Perfekt. Dann machen wir unsere Karte gleich fertig. Ich habe mir jetzt eben schon drei zusammengebaut und die hier hat hier oben den Spruch. Da passt jetzt die Blüte hier unten ganz schön hin. Ich streiche mir das noch ein bisschen so aus, dass das noch ein bisschen so ausblendet. Anrand, sonst ist mir das zu punktuell gewesen. Wenn man das vorher inkt, dann sieht es bestimmt noch ein bisschen schöner aus. Aber so, finde ich, kann man es ganz gut lassen. Genau, und dann klebe ich mir das Ganze auf ein Dimensional auf. Und ich schnappe mir jetzt das goldene Band, also diesen goldenen Garn, und mache mir da einfach im Hintergrund noch, ich wickel mir das ein paar Mal um die Finger und mache mir das einfach noch im Hintergrund. Das sieht noch ganz schön aus. Ich klebe mir das einmal auf so einen Klebepunkt auf und baue mir das dann noch im Hintergrund von meiner Blüte. Und schon ist die erste Karte fertig und die erste Idee, was ihr mit der Stanze machen könnt. Also diese zwei Blüten sind eigentlich wirklich schön und schnell gemacht und haben eine tolle Form, finde ich. Also macht sich doch ganz gut, oder? Das ist die erste Idee. Okay. Dann machen wir weiter mit der nächsten Blüte, und zwar mit der Orchidee. Da mache ich es jetzt auch wieder so, dass ich mir das dreimal ausstanze. Diesmal brauchen wir es nur dreimal und auch wieder die kleine Stanze. Und auch hier mache ich es so, dass ich mir die einmal wölbe dieses Mal. Wer mag, kann das sich jetzt nochmal inken. Ich lasse das jetzt aber, weil ich euch das natürlich, dass das Video nicht zu lange wird. Und dann klebe ich mir das so auf, dass meine... Dann klebe ich mir das so zusammen. Passt hier in der Mitte super zusammen und dann haben wir jetzt schon mit drei Blüten diese wunderschöne Orchideenform. Ich hoffe, ihr seht es gut. Und was ich jetzt mache, was ich ganz cool fand, ist, dass wenn ich mir ein Stück Blütenrosa nehme und diese große Stanze, wenn ich mir hier nur diesen Anhänger oben quasi ausstanze, dann habe ich schon eigentlich dieses Innenteil von der Orchidee. Ich habe mir das jetzt hier noch ein bisschen abgerundet, diese Ecken. Die schneide ich mir einfach mit der Schere noch nach, dass es nicht ganz so eckig ist, also so ganz scharfe Kante ist. Und dann klebe ich mir das auch wieder mit einem Glue-Dot hier über die Blüte drüber und setze mir hier noch einen Glitzerstein in Silber drauf oder in Transparent. Ja, das ist auch der ganz große. Setze ich da einfach noch so drüber. Und schon habe ich zwei schöne Orchideen. Und auf meiner Karte habe ich es so gemacht, da habe ich mir mit der Hand noch so einen Stiel ausgeschnitten und dann mit der großen Stanze noch so ein Blatt hingemacht. Also das ist einfach die große Stanzform. Einmal ausgestanzt, in der Mitte zusammengefaltet und dann hat man hier so ein schönes Blatt. Ich wollte es jetzt aber auf der Karte so machen, dass ich eben zwei Blüten verwende. Was ich hier auch gemacht habe, ist, wenn ihr das hier anschaut, das ist mit der kleinen Stanze gemacht. Also diesen Aufhänger quasi nur ausgestanzt. Und diese Form hat man jetzt mit der großen als Unterschied. Ich finde die große fast noch ein bisschen besser. Aber das könnt ihr dann entscheiden, was euch besser gefällt.
Und dann klebe ich das jetzt auch gleich auf meine Karte. Da habe ich mir jetzt gedacht, mache ich eben diese zwei Orchideen hin, dann brauche ich mir keinen Stängel ausschneiden. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich so wie auf meiner ersten Karte machen. Und die klebe ich mir jetzt auch einfach wieder mit Dimensionals drauf. Mein Etikett, das klebe ich nochmal kurz an mit Flüssigkleber. Mal jetzt relativ gerade und ein bisschen nach unten. Und hier kommen dann meine Orchideen noch ganz schön drauf. Auch hier kann mein Hintergrund natürlich noch mit einem silbernen Garn arbeiten. Aber das sieht doch auch schon mal ganz cool aus, oder? Auch Rucki-Zucki eine schöne andere Blütenidee gemacht. Und wer möchte, kann sich das natürlich noch kolorieren oder noch einen Stiel hinmachen oder so. Und hat dann noch eine tolle zweite Idee. Und jetzt kommen wir zu meiner dritten Idee, zu dieser Stanze. Das ist der Schmetterling. Und das seht ihr auch, das ist total einfach wieder. Ich lasse die mal an der Seite liegen. Ich nehme mir nochmal mein Papier, stanze mir wieder zwei kleine aus. Und dann noch zwei, auch zwei von den kleinen, von der kleinen Stanze in Blütenrosa. Das passt jetzt von der Farbe super. Und dann knicke ich mir die in der Mitte schön zusammen. Und ich biege mir das auch leicht, weil ich finde, da kann man das besser knicken, wenn man das mit Farbkarton macht. Wenn ich mir das einmal vorher über den Daumen zu ziehen oder übers Falzbein zu ziehen, bricht das Papier irgendwie nicht so leicht. Das finde ich, schaut dann schöner aus, man hat da nicht so Knicke drauf, auf dem Farbkarton. Beim Designerpapier ist es egal, da ist es, das ist ein bisschen dünner, da macht man sich nicht so viele Knicke rein. So. Das kann man auch einfach so biegen. Einmal nachfalten. Und ich klebe mir das jetzt so zusammen, dass ich einmal die zwei, ich zoome euch da mal ein bisschen näher hin, dass ihr das noch besser seht. Also einmal habe ich hier so zwei Spitzen, das sind also die Anhänger, die zeigen jetzt hier nach unten bei den beiden unteren. Und die beiden oberen sind nur, da sind die Anhänger dann nachher unten drin überklebt. Also die sieht man dann nicht, die zwei Spitzen. Hier habe ich so gemacht, dass ich diese Anhänger sozusagen alle unten reingeklebt habe. Dann habt ihr diese Form. Oder eben, wie wir es jetzt auch machen, dass ihr unten noch so ein bisschen andere Form von dem Schmetterling habt, von den Flügeln unten dann mit so kleinen Spitzen. Aber das könnt ihr auch entscheiden, was euch da besser gefällt. Und das klebe ich mir jetzt auch wieder mit meinen altbewährten Kluras zusammen. Und ihr könnt es auch näher oder weiter zusammenkleben. Ihr könnt hier einen größeren Abstand lassen oder ihr klebt es ganz eng aneinander, dass die Flügelchen hier wirklich ganz eng zusammen wären. Das könnt ihr so machen, wie es euch besser gefällt. Dann nehme ich mir jetzt einfach noch ein Reststück in Safrangelb und stanze mir einfach nochmal die kleine Stanze aus. Und ich brauche nur das Mittelteil. Und ihr seht jetzt hier unten diese leichte Biegung. Entschuldigung, ich muss gucken, dass ich im Bild bleibe. Und schneide mir jetzt das einfach hier so rundherum. Bis hier oben hin. Und das ist dann quasi mein Körper für meinen Schmetterling. Also auch wieder aus der gleichen Stanze gemacht und ohne viel Aufwand. Ja,
Es ist nicht ganz gleichmäßig geworden, aber das kann man noch ausbessern. So, schon habe ich hier einen Körper für meinen Schmetterling. Den klebe ich jetzt auch nochmal mit einem Klebepunkt auf und dann ist auch der Schmetterling fertig. Also ist doch ganz witzig, oder? Ich meine, wenn man die Stanzen hat, dann kann man die doch auch gleich für alle möglichen Sachen nutzen. Und dann kleben wir uns das auch nochmal zusammen. So. Ich finde es auch ganz schön, wenn man das Etikett mal ein bisschen schief aufklebt oder so. Also das muss ja nicht immer alles so gerade sein oder so, sondern das macht sich doch ganz gut so, oder? Dann nehme ich jetzt auch nochmal ein Dimensional. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich... Also ihr könnt euch entweder die großen Dimensional auseinanderschneiden oder diese Randstücke verwenden, weil ich habe auf jeden Flügel eins geklebt. Oder ihr nehmt gleich die Mini-Dimensionals, die haben auch die richtige Größe. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie so stabiler. Durch das, dass der ja nur mit den Gluder zusammengeklebt ist, war mir das irgendwie sicherer, wenn ich den mit allen vier Flügelchen festklebe. Und auch hier könnte ich natürlich jetzt wieder ein schönes Garn in den Hintergrund machen. Ich mache das jetzt auch noch schnell. Ich hoffe, ihr habt noch die Zeit, weil das jetzt hier schon ganz schön ist. Der braucht schon ein bisschen Glitzer, der Schmetterling. Ich klebe mir das jetzt wieder auf meinen Klebepunkt. Ich kann euch auch gleich wieder rauszoomen, wenn ihr wollt. Machen wir das mal hier so einen Hintergrund. Klebe mir den Schmetterling ganz schön drüber. Also dieser feine Garn macht sich einfach gut in den Hintergrund. Mir ist jetzt leider nur ein bisschen, hat sich eingedreht. Hier sieht man es besser. Und jetzt verziehe ich das Ganze noch mit Glitzersteinchen. Und dann gibt es nur noch ein bisschen Wink auf Stella. Und dann ist auch schon unsere dritte Variante fertig. Übrigens, Entschuldigung, ich glaube, ihr habt das jetzt gar nicht gesehen. Das ist die Bestellnummer für die Glitzersteine und das ist die Bestellnummer für das silberne Garn. Das goldene Garn, das gibt es, glaube ich, nicht mehr. Also Garn sage ich immer, ich meine den silbernen Faden. Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Ich zoome euch jetzt ein bisschen raus. Und nehme mir noch den Wink auf Stella. Das ist so ein Glitzerpinselstift. Ich hätte euch jetzt auch dran lassen können. Aber ich glitze den jetzt ein und dann zeige ich es euch nah. Schubdiebe. Für den letzten Schliff noch ein bisschen Glitzi. Und schon ist die nächste Karte fertig. Also, das ist meine Variante Nummer 3. Und die anderen beiden Varianten sind auch sehr schön, oder? Also ich finde das schon cool, dass man so eine Stanze auch mal für was ganz anderes verwenden kann. Ich mache hier mal ein bisschen Ordnung. Und jetzt, ihr Lieben, hoffe ich, dass euch dieses Video gut gefallen hat und dass ihr diese Tipps verwenden könnt. Denn ich finde, wenn man die Stanzen schon zu Hause hat, dann kann man die doch auch super auch im Sommer nutzen oder auch im Frühling und mal was ganz anderes aus dem Ganzen machen. Die Orchideen sind natürlich ganzjährig im Prinzip, die könnt ihr immer verwenden. Und ja, so einfach und schnell ist eine Karte dekoriert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln, viel Spaß bei diesem Tipp und bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach den Kanal und drückt auf diese Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Noch eine ganz kurze Anmerkung zu diesem Schmetterlingskörper. Das habe ich gemacht mit der Prägeform Hammerschlag und einer Kupferfolie einfach geprägt. Wie ich das gemacht habe, das kann ich euch in diesem Video hier oben verlinken. Da zeige ich euch das nochmal kurz und genau, so ist dieser Körper von diesem Schmetterling entstanden. Ansonsten genauso wie die anderen auch gestanzt und ja, aber vielleicht ist das noch ganz interessant für den einen oder anderen. Tschüss!